Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dann doch mal wieder was aufzunehmen. Ich werde das aber wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders aufziehen als ursprünglich gedacht. Also diese Serie Neues aus der Welt der Rollenspiele, habt ihr ja schon gemerkt, dass ist also nicht mehr so viel draus geworden. Ist einfach so, ich habe da nicht mehr die Zeit gehabt und viele andere Sachen dazwischen kamen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will auf jeden Fall das ein bisschen neu machen, einfach ein bisschen freier über irgendwelche Sachen sprechen, die mir durch den Kopf gehen. Es muss ja nicht immer einem genauen Format, einem Schema folgen. Was habe ich geändert? Das erste, was ich geändert habe, ich habe hinten diese weißen Hintergrund rausgeworfen, dieses Laken. Sah ein bisschen blöd aus, dafür bekommt ihr jetzt da hinten Chaos pur. Ja, ich muss zugeben, bei mir sieht es immer ein bisschen chaotisch aus, aber wenn ihr euch so meine Videos angehört habt, habt ihr wahrscheinlich damit schon gerechnet. Was möchte ich heute sprechen? Wollte ich eigentlich einen Blogpost zu schreiben, oder war ich so ein bisschen faul? Und Thema ist, also welche Spiele mich zurzeit sehr interessieren, also was jetzt demnächst rauskommt, und wo ich also mich sehr für interessiere. Und da gibt es noch ein paar Sachen, die ich noch erwähnen möchte, die jetzt auch demnächst rauskommen, wo ich etwas skeptischer gegenüber eingestellt bin. Na gut, fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an. So ein Spiel, was mich jetzt sehr anspricht, was demnächst kommen wird, das ist das Numenera von Monty Cook. Ich muss also sagen, ich war ursprünglich nicht so begeistert, auch von dem Kickstarter nicht so. Vielleicht war es auch die Geschichte der Fuchs mit den sauren Trauben. Ich hatte einfach nicht genügend Geld, um dann nochmal in einen weiteren Kickstarter zu investieren. Und ich befürchtete bei Monty Cook dann doch eher, dass da wieder etwas sehr D&D Third Edition ähnliches rauskommt. Jetzt ist es aber so, es bleibt ja nicht aus, man schaut sich ja dann doch später nochmal die Webseite an und also an das Artwork macht schon einen sehr guten Eindruck und ich finde einfach die Idee von so einem Far Future Setting sehr faszinierend und dachte, geben wir ihm doch mal eine Chance und habe mir jetzt dann auch dann das PDF, was man inzwischen bei Drive-Thru-RPG vorbestellen kann, vorbestellt. Ich weiß über das System nicht wirklich viel. Es wird wohl wieder irgendwie D20 benutzen, aber ein sehr regelleichtes System sein, was also viel auf Story und Charaktere und sowas setzt. Und die Welt scheint sehr faszinierend zu sein. Es gibt halt tausende Möglichkeiten, es ist schon Millionen Jahre in der Zukunft spielt. Die Technologie ist so weit entwickelt, dass sie also fast wie Magie wirkt. Und für die Leute in der neunten Welt, also das ist die Welt, in der Numenera spielt, ist also das auch so. Also es ist nicht so, dass die auch diese ganze Technologie zwar haben, aber es stammt also meistens als Relikte aus vorhergegangenen Welten. Und die erste Welt ist vielleicht unsere Zivilisation, vielleicht auch nicht, das weiß man nicht so genau. Das spielt auch alles nicht so eine große Rolle, weil das in so einer fernen Zukunft spielt, dass das also eigentlich auch eine ganz andere Welt sein könnte. Ich finde halt die Idee ganz spannend, dass es zwar irgendwie, es ist zwar Fantasy, aber eigentlich, also es ist falsch ausgedrückt, also es ist irgendwie dieses Spiel macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn es Fantasy wäre, ist aber eigentlich Science Fiction oder umgekehrt. Also das funktioniert in beide Richtungen. Und könnte also dementsprechend eine ganz andere Mischung sein. Ich hatte ja auf meinem Blog auch letztens einen Artikel geschrieben, dass ja auch gerade so eher postapokalyptische Sachen ja dem Fantasy sehr nahe sind. Und so ähnlich erscheint mir das Numenera auch. Hat also auch so ein bisschen was postapokalyptisches, aber eher einen positiven Ausblick als einen negativen. Also das ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Andere Spiele, die also jetzt demnächst rauskommen, wo ich also schon sehr drauf warte, ist also das neue Firefly-Spiel von Margaret Weiss Productions. Es wird dann das neue Cortex Plus-System verwenden. So viel weiß ich noch nicht drüber, aber ich bin ein großer Firefly-Fan. Ist so, muss ich zugeben. Und das letzte, also das Serenity-Rollenspiel, das hatte ich mir damals aufgeholt. Es hat so seine Probleme. Also ich bin da nicht ganz warm mit geworden. Teilweise wahrscheinlich einfach schlecht erklärt, wie die Regeln funktionieren sollen. Das sind so einige Sachen dabei, wo man sich dann doch schon am Kopf kratzen muss. Das neue Cortex Plus System, habe ich viel Gutes drüber gehört. Ich habe es jetzt noch gar nicht gespielt. Ich muss dazu sagen, ich besitze das Marvel
Rollenspiel von Margaret Weiss Productions und da fand ich zwar, das System hat interessante Ansätze, aber so wie es geschrieben ist, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht bin ich so blöd dafür oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe trotzdem Hoffnung in das Firefly-Rollenspiel, dass da so irgendwie neue Sachen reinkommen, das ein bisschen besser erklärt ist. Und auch ein bisschen ein Setting, das ich eher kenne, mit dem ich eher vertraut bin. Und da ist auch die Motivation größer, sich reinzuarbeiten. Ich mag zwar Superhelden, aber ich bin nicht so der mega Superhelden-Fan. Das heißt also, ja, ich fand es halt ganz spannend, so die Idee, aber es war nichts, wo ich dann gesagt habe, okay, da muss ich mich jetzt wirklich ransetzen und das verstehen, um es leiten zu können. Das war halt mehr so was, ich dachte, kostet $10, das PDF, das kann man mal investieren und mal angucken. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich jetzt unbedingt spielen muss. Ja, was sind noch für interessante Sachen, die demnächst rauskommen? Also ich habe jetzt wieder munkeln hören, es soll jetzt für Hollow Earth Expedition demnächst dann doch endlich der Marsband kommen. Der ist ja schon angekündigt gewesen, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren sogar schon auf für den GenCon, ist ja nie aufgetaucht. Gucken wir mal. Also das sieht auch das könnte auch interessant sein. Ich mag also das Spiel eigentlich sehr. Das System ist okay, also kommt damit ganz gut klar, denke ich. Ich habe es jetzt auch noch nicht gespielt, ich habe nur drin geblättert. Ich besitze ein paar Bücher von Hollow Earth Expedition und könnte mir das durchaus mal vorstellen, das irgendwann mal zu leiten. Eine andere Sache, die ich noch ganz interessant finde, ist Space 1889. Ich weiß, das gibt es vom Uhrwerk Verlag schon eine Zeit lang. Jetzt soll aber demnächst dann eine englischsprachige Version rauskommen. Da bin ich auch mal gespannt, was es damit gibt. Das könnte ganz witzig sein, besonders weil das natürlich dann das Spiel auch einem größeren Publikum zugänglich gemacht wird. Meine deutsche Markt ist ja doch etwas klein und überschaubar und ich finde, das ist eine ganz gute Sache, dass jetzt auch mal Spiele, die also in Deutschland gemacht wurden, dann auch im Ausland dann Beachtung finden, weil normalerweise ist es ja umgekehrt, dass wir hier in Deutschland irgendwie Übersetzungen kriegen von irgendwelchen englischsprachigen Titeln. Also diese Entwicklung ist mal ganz interessant. Dungeon Slayer sollte ja auch irgendwann jetzt im Druck bei Chronicle City erscheinen. Wie das jetzt auch, das hat sich wohl auch wieder ein bisschen verzögert, hier sei ich auch schon mit gerechnet. Naja gut, wir werden sehen. Was mich jetzt so momentan nicht so vom Hocker reißt, ist Splittermond. Das ist das neue Fantasy-Rollenspiel vom Uhrwerk Verlag. Da sind wohl sehr viele DSA-Redakteure dran beteiligt, also ehemalige DSA-Redakteure dran beteiligt. Und was mir also da schon im Vorfeld aufgefallen ist, die ganzen Formulierungen auf der Webseite und so sind sehr schwurbelig geschrieben. Also es ist irgendwie ein Schreibstil, mit dem ich irgendwie nicht so klarkomme. Das ist irgendwie, ich finde das anstrengend und schwer. Ich kann das schlecht beschreiben, was es ist, woran es liegt. Aber es ist einfach eine Geschichte, gruselig. Und ja, das andere, was mich an Splittermond ein bisschen stört, ist, dass es die Regeln. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch so bleiben in der Endfassung, was in diesen Wetterregeln drin stand, also das Initiativesystem, also beziehungsweise dass man also die Aktionen dauern eine gewisse Zeit und das also sehr kompliziert. Ich möchte das jetzt nicht auch alles nochmal beschreiben. Es gibt da auch andere interessante Videos im Netz zu dem Thema oder man kann sich auch diese Wetterregeln ja selbst runterladen und durchlesen. Aber ich finde es halt viel zu komplex. Das ist wieder so. Also ich will es nicht ganz sagen, aber es ist so typisch deutsch. Regeln müssen irgendwie kompliziert sein. Das ist ein Vorurteil, was ich immer noch habe. Ob das jetzt immer so stimmt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Also bei Splittermond trifft es auf jeden Fall zu. Es ist also. Ich verstehe das nicht. Also man kann da auch nicht mehr so einfach so einen Kampf so improvisieren oder irgendwie, das funktioniert nicht und auch so die Aktionen so richtig durchbeschreiben. Das klappt alles nicht, wenn man macht einen Schritt und dann könnte ja schon der nächste dran. Ach, das ist nicht meins. Also ich bin etwas zu alt für so einen Scheiß. Also ich tendiere jetzt eher zu so Spielen wie Fate Accelerated, oder ähnliches. Also wo es wirklich sehr wenig Regeln und wo also man im Prinzip das Spiel im Vordergrund ist und die Regeln so ein bisschen zu vertreten. Ja, das ist so ein bisschen so ein Überblick von dem, was mich momentan so interessiert, wo ich jetzt auch ein bisschen mit gehadert habe, weil ursprünglich fand ich das mit dem Splittermond eine ganz interessante Sache.
Und habe mir auch da auch ein bisschen Hoffnung gehabt, dass da vielleicht irgendein neues deutsches Spiel kommt, was man sich auch mal holen kann. Auch wenn natürlich, weil viele Elemente der Welt sind, also irgendwie so ein bisschen gemopst. Also man hat das Gefühl, das sind also Sachen, das haben andere Spiele auch und das nehmen wir mit rein. Ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Also ich meine, es muss ja nicht immer das Rad neu erfunden werden. Und wenn das eine gute Mischung gewesen wäre, einfache Regeln und ein relativ generisches Hintergrundsetting, warum nicht? Hätte ich das durchaus mal unterstützt. Aber so war irgendwie nicht so meins. Jo. Dann würde ich doch sagen, haben wir es für heute mal. In etwa jetzt fast 11, 12 Minuten, die wir jetzt schon, naja, 10, 44 Minuten haben. Also habe ich so ein bisschen was erzählt und vielleicht können wir eine kleine Diskussion starten, indem ihr in den Kommentaren unten noch reinschreibt, was euch so interessiert, ob es noch irgendwelche Fragen gibt, ob euch das Format besser gefällt, als was ich vorher gemacht habe, ob ich das nochmal machen soll, ob es ganz blöd findet. Ja, das heißt, wenn sich irgendjemand bereit erklären möchte, hier aufzuräumen oder so, könnt ihr auch in den Kommentaren unterlassen. Geld kann ich keins bezahlen, aber alles klar. Ich wünsche euch was. Tschüss.